Die BFH lanciert heute ihre neue Strategie. Orte, die symbolisch mit einer Strategie in Verbindung gebracht werden, sind oft solche mit Weitblick. Ich denke da an einen See oder an die Berge. Wir sitzen hier im Café Florian. Im Hintergrund hören wir Geschirr klappern, Kaffeeduft liegt in der Luft. Sebastian, wieso sind wir gerade hier? Ich bin gern so zentral in dem Café mitten in Bern, beobachte ein bisschen die Menschen, fühle mich auch gern Teil von Bern, von der Stadt Bern, von der Gesellschaft. Und es ist aber vielleicht auch symbolisch für unsere neue Strategie der Hochschule inmitten der Gesellschaft. Eine Hochschule, die Fragen aufnimmt von der Gesellschaft und wieder zurück in die Gesellschaft Antworten bietet. Du bist mitten in der Corona-Pandemie als Rektor an Bord gekommen und führst die BFH nun seit gut 2 Jahren. In dieser Zeit wurden Routinen gebrochen, die Lehre hat einen Digitalisierungsschub erfahren und wir alle haben gestaunt, was alles möglich wurde im Krisenmodus. Gleichzeitig haben wir gehofft, dass wir nun in etwas ruhigere Gewässer übergehen würden. Tatsächlich dominieren weiterhin globale Krisen die News. Welche Rolle kommt den Hochschulen in dieser Zeit der Unsicherheit zu und welche Stärken kann die BFH einbringen? Ich glaube, Krisen zeichnen sich ja in erster Linie dadurch aus, dass sie unsere vermeintlichen Sicherheiten und Selbstverständlichkeiten zerstören. Was sicher und normal war, ist heute nicht mehr sicher und normal. In solchen Zeiten können Hochschulen wichtige Orientierungsfunktionen wahrnehmen. Ein Kompass für eine Gesellschaft, in dem sie aufzeigen, welche Richtung Entwicklungen gehen können. Hochschulen können gesichertes Wissen statt nur Vermutungen über die Zukunft anstellen. Und sie können Impulse geben, in welche Richtung auch in Krisen Entwicklungen gehen können und wo vielleicht sogar in Krisen auch Chancen liegen auf neue Entwicklungen. Kommen wir zum Kern. Welchen Beitrag leistet die BFH mit ihrer neuen Strategie für die Gestaltung einer positiven Zukunft? Also ich glaube, wesentlich für das Charakteristikum von der Strategie sind, dass wir 3 gesellschaftliche Themen aufgreifen, wo wir glauben, dass die Gesellschaft als Ganzes herausgefordert wird. So ein bisschen einfach gesagt, glaube ich, ist der Mensch, muss sich wie neu definieren, angesichts des beispielsweise von diesen Krisen, die wir kennen, gegenüber der Natur als Ganzes, natürlichen Ressourcen. Der Mensch braucht einen neuen Bezug zu den natürlichen Ressourcen. Deswegen forschen, lehren wir sehr stark im Rahmen der neuen Strategie im Bereich Nachhaltigkeit. Mit Fokus auf Kreislaufwirtschaft, Fokus auf Ernährung und Fokus auf Lebensräume. Ich glaube aber, die zweite Dimension für den Menschen ist auch wichtig, nämlich die ganze Technologieentwicklung. Wir werden auch zunehmend herausgefordert von einer sehr, sehr schnell sich entwickelnden Digitalisierung, Technologieentwicklung. Und der Mensch braucht ein neues Verhältnis zu Technologie. Vielleicht auch insbesondere zu der Digitalisierung. Das zweite Themenfeld von uns ist die humane digitale Transformation. Ich glaube, dass da eine wichtige Fragestellung ist, welche Bedeutung hat der Mensch vis-à-vis von der technologischen Entwicklung, welche Verantwortung tragen wir, aber wo ist auch das typisch Menschliche auch in Zukunft noch gefragt, nebst all der Technologie. Und der dritte Dimension ist der Mensch vis-à-vis von anderen Menschen sich neu identifizieren oder neu ausrichten muss in der Gesellschaft, seinen Mitmenschen gegenüber. Und wir glauben an eine Caring Society, wir glauben an eine Gesellschaft, wo inklusiv ist, wo gesund ist, wo es den Menschen gut geht. Aber dazu muss sich noch einiges verändern, damit manches gut bleibt. Das sind vielleicht so 3 Kerne, die 3 Themenfelder, wo wir glauben, da wollen wir einen Beitrag leisten für eine Verantwortungsvolle, eine reflektierte und eine zukunftsgerichtete und zukunftsfähige Gesellschaft. Was liegt dir ganz persönlich betreffend der BFH-Strategie am Herzen? Eine gute Kultur im Leben der Strategie, ein offener Austausch weiterhin. Die Strategie ist sehr partizipativ entstanden. Und die gemeinsame Strategie hoffe ich, dass sie auch gemeinsam zum Leben kommt, indem wir zusammenarbeiten, zusammen dann arbeiten, ausprobieren, experimentieren, reflektieren, immer wieder neu ansetzen auch. Wenn mal was nicht funktioniert, uns nicht grämen, sondern sagen, das ist auch Lernfelder für die Zukunft und insofern eine gemeinsame Entwicklung mit unserem Umfeld auch schaffen. Und insofern auch, das zweite vielleicht Wichtige, als offene Hochschule uns immer öffnen gegenüber unseren unterschiedlichen Praxen, die Gesellschaft, die Wirtschaft, Institutionen, mit denen wir zusammenarbeiten, mit denen wir eben auch die Zukunft einer verantwortungsvollen Gesellschaft, da bin ich wieder beim Ausgangspunkt, gestalten wollen.
Und wenn uns das gelingt, das sind Kulturelemente, dann ist die Strategie wirklich lebendig geworden und wird auch Wirkung entfalten.